Bitte mal ein Foto von der Dienstnummer von dem Kollegen machen. Der hat eine Nummer. Der hat keine Nummer. Der hat keine Nummer leider. Der hat keine Nummer. Nee. Ja, da fühlt sich aber einer, da fühlt sich aber einer sicher. Ne? Verdeckt oder? Achso, ja. Hinten auf dem Rücken können Sie gerne filmen. Ja, das muss eigentlich. Ist das verdeckt? 1989, bitte schön. 1989, alles klar. Extra schön verdeckt mit dem Mikrofon. Nee, 351. Das ist die Einheit, ne? Darf man jede Frage stellen, die man möchte. Genau. Und hier geht es jetzt darum, dass man Leben sichert und schützt. Nichts anderes. Genau. Und tatsächlich ist es im Moment so, dass die Polizei die Rettungsgasse blockiert. Ja. Und zwar nicht nur mit einem Fahrzeug. Und nicht nur mit einem, sondern mit mehreren Fahrzeugen. Ja. Das heißt, es käme jetzt keinen Wagen da durch, weil die noch geklebt sind. Und wir haben alles voll. Dann unter dem Vorwand der Rettungsgasse sozusagen hier zu räumen, muss man sagen, wenn die Polizei dann selber blockiert, das ist irgendwie nicht sehr schlüssig. Das, da gibt es viel auch zu arbeiten bei der Polizeiverletzung. Zum Beispiel auch Awareness, wie geht man um mit Menschen mit psychischen Auffälligkeiten. Auch im Polizeidienst. Wie geht man mit rechtsextremen Gesten um, die in einem Polizeigewahrsam von Polizeibeamten gegenüber Aktivisten getan werden? Ja. Und vier andere Beamte dabei zusehen. Wie geht man damit um innerhalb der Polizei? Oder wenn man sich wünscht als Polizeibeamter, dass die AfD jetzt endlich gewählt wird, um hier mal richtig aufzuräumen und dann den Hitlergruß zeigt in einer Polizeigewahrsamstelle in Berlin. Wie geht man damit um, dass es noch Polizisten gibt, die bei meiner Bemerkung, dass 98,7% der Wissenschaft sich einig ist, was die Klimakatastrophe angeht, er sagt, es gibt aber Wissenschaftler, die sehen das komplett anders. Auch das muss aufgearbeitet werden innerhalb der Polizei.